schlimmsten Fall ändern wir es noch. Okay. Warriors! Dementsprechend stellen wir uns eher hier hin. Move out! Nein. Forward! Get moving! Face that way! Okay. Around! Warriors! Soldiers! Rider! Warriors! Wald ist unser wirkliches Biotop gerade. Und get moving! Turn! Infantry! Move! Und die zwei müsste dementsprechend hier hin. Forward! Look that way! Okay. Soldiers! Shield! Forward! Okay. Horsemen! Keep close! Die werden uns haben wollen, das weiß ich. Wir haben schon jemanden getroffen? Ja. Es tut mir nicht leid. Infantry! Move! Ruhig ein bisschen zurückgehen, weil dann können wir nämlich auch noch ein bisschen stürmen, wenn wir es brauchen. Footman! Turn! Footman, hear me! Okay. Die ersten schießen schon. Die ersten Pfeile fliegen. Wir versuchen, die Pferde aufzuhalten. So, ein Gallant. Okay. Komm her! Ah, oh, den habe ich gut getroffen. Okay. Komm! Kurz, dann nimm den hier. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Einmal raus da. Belgier. Ah, den hätte ich gerne getroffen gerade. Oh, die haben viele, viele Reiter. Ich will nicht sagen, dass unsere Bogenschützen gerade ein bisschen Ärger machen. Ach, shit. Aber nee, wir halten das. Square. Tut ihnen so richtig weh. Da ist ein Champion wieder weg. Noch der weg. Diese Situation tut natürlich richtig weh, weil unsere Leute vorwärts, 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 vorwärts. Und gleich wieder zusammenstellen. Schildwall. Infantry! Und vorrücken. Archers, vorrücken. Vorrücken. Vorrücken, so schnell wie möglich. Keine Chance lassen. Okay. Die zwei muss hier bleiben. Genau deswegen, weil die sich immer weiter vorbewegt. Okay. Square, 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 square. Ich hätte die Position nicht verlassen sollen. Okay. Die Position zu verlassen war mein größter Fehler, glaube ich. Okay, Leute. Wir marschieren da rein.
Wir holen uns so viele wie geht. Die sind gerade unbezahlbar auf der rechten Position. Es könnte gut für uns ausgehen. Wenn die Nummer zusammenrücken würden. Oh oh. Oh oh. Aber gut, die werden jetzt erstmal weggeschossen. Guckt euch das mal an, Alter. Wir versuchen mich natürlich noch ein bisschen zu erwischen. Keine Chance. Bro. Holt sie euch einfach. Holt sie euch alle. Uiuiui. Also was wirklich wehgetan hat, war, dass wir ziemlich viele unserer Nahkämpfer verloren haben. Dafür haben wir aber auch Bogenschützen 255. Ist da noch ein Gegner irgendwo? Den habe ich auch noch weg. Oh, der ist weg. Wir wollen ja kein Retreat. Rennt da noch einer rum? War das der letzte? Nein. Okay. Wohin geht's, Leute? Ich bin verwirrt. Wo ist denn der letzte? Wenn er gleich tot ist, wissen wir es. Oder wissen, dass es auf jeden Fall jemanden gab. Corrine hat den Blendium Banner Knight getötet. Meine Güte. Baron Belgier. Den haben wir wohl auch geholt. Es tut mir ja schon fast leid. Pferde nehmen wir mit. Und das Essen nehmen wir mit. Ui. Oh, aber ein bisschen viel. Alter, was denn? Wie viele Punkte geben die denn? Hallo? Ah ja, da. Sehr schön. Da gibt es jetzt nochmal ein paar Level-Ups hier, ha? Huh? Clan? Nein. Party. Party. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen Kleidung. Abflug. Alter, wie viele Punkte? Okay, passt. Wir bringen... Nein, nicht die Leute dahin, sondern wir bringen die Leute nach Aster Castle. Ui, die Sturgier. Ragnarvat. Ui. Das ist unschön. Mal wieder. Okay. Wir schicken unsere Leute los. Die sollen sich überlegen, wie sie das jetzt am besten handhaben. Während wir neue Bogenschützen rekrutieren. Alter, wir haben so viele Bogenschützen, wir müssen echt gucken. Ja, hier sind mal Nahkämpfer. Ja, da sind ein paar Leute wieder abgehauen aus Aster. Das ist okay so. Jewel of the Benny Silal. Na, was sagst du? Willst du dazukommen? Willst du dazugehören, Junge? You don't seem trustworthy. I have no interest. Okay.
dann werde ich ganz alleine mit meinen Leuten diese Welt erobern. Was hast du nun davon? Du böse, du fieser Möb. Also ich tue mir noch ein bisschen schwer, die Leute immer wieder ranzuholen, ne? Also hinzugehen, zu sagen, ey, willst du nicht bei mir mitkämpfen oder so? I'm currently Leech, okay, gut. Sie interessiert sich dafür nicht. Wir haben 500. Ey. Jetzt machen wir das, was wir noch nicht gemacht haben. Nie gemacht haben. Wir geben Gudrak. Gudrak geben wir jetzt Pendrake. Blutaxt. Die Blutaxt. So, und damit haben wir den ersten Clan. Die haben drei. Zaym Pazel, Gudrak. Pendrake Castle gehört ihm. Clan Tier 2. Wir sind Clan Tier 4. Das ist okay. Wir haben noch ein paar Leute dabei. Wir holen uns eine neue Verstärkung noch. Wir haben auch einige hier noch. Wir können 4 Partys nehmen. Thieves haben wir so viele. Workshops haben wir nicht einen mehr. Wir können die 3 Workshops drüben übernehmen. Garrison of Maronat, ne, das ist halt noch entscheidend. Companions. Ein Companion können wir jetzt noch dazu holen. Ist ja vielleicht gar nicht mal so übel. Erstmal hole ich mir Essen. Weil das nämlich ein bisschen schwierig ist, ohne Essen hier rumzudümpeln. Ich habe mein Essen verkauft, ich Trottel, ne? Oh, ich verwechsel gerade die Seiten. Nein, hier. Fish, Meat, Grapes, Batz, 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 Datteln, das. Wine. Okay, das hätten wir und, Tavern. Wanderer, 2 gibt es. Talk. Ähm, 317. Nehmen wir einfach mal mit. Sie wird noch was dazulernen. Das ist ja das Entscheidende, dass sie dazulernt. Sie bekommt... Was kann sie denn gut? Das wäre jetzt so meine große Frage. Super krasser Ingenieur. Oh, krass. Also, was ist super krass? Die ist halt gut. Die ist überdurchschnittlich. Isil Flat. The Wainwright. Okay. Du bekommst erstmal eine Ausrüstung. Vielleicht nicht sofort die teuerste, weil wir müssen sparen, aber... Du bekommst auf jeden Fall schon mal eine Ausrüstung, die sich sehen lassen kann. So. Und sie bekommt... Mit was kann sie denn am besten umgehen? Ui, das wäre zu teuer für uns. Na, das bezweifle ich. Ne, hier. Oh, wir haben Charming bekommen. Was ist das denn? Enough Importers. Ja, das ist gut. Good Natured. Sie kann mit einem Einhandschwert umgehen. Dann kriegt sie ein Einhandschwert. Man gebe ihr ein Einhandschwert und einen Speer. Ein gutes Einhandschwert. Das, womit sie jetzt auch erstmal rumschwingeln kann. Und sie bekommt Woodland Javelins. Es sind 5 Stück drin. Sehr gut.
Und einen Shield. Abfahrt. Sehr gut. Dann kann sie sich jetzt nochmal behaupten im Kampf. Okay. Das bedeutet für mich, wir haben eine größere Armee da. Wir können die auch dazu holen. Gudrak hat eine Party von 8 Leuten. Gar nicht mal so schlecht. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir noch ein bisschen was rankriegen an Leuten. Und an Punkten. Ah ne, das sind so Woodrunner und sowas. Die sind jetzt nicht wirklich gefährlich in der Schlacht. Ich brauche Leute eigentlich mit einem guten Schild und einer fetten Rüstung. Weil die müssen echt einiges aushalten. Na, da lernt jemand laufen. Apropos Party. Wo gehört sie dazu? Wo kann ich wieder die Leute einstellen? Das war doch immer hier. Ach, das kann ich ja nur noch im Battlefield, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Eigentlich war es immer hier. Okay. Dann halt nicht. Apropos Battlefield. Ein Purpose. Ah, ich brauche 100 Influence dafür. Okay. Kriege ich auch noch zusammen. Wir könnten uns auch noch vielleicht Carbuntheth holen, bevor wir... Wie viel haben die denn? Die haben nicht viel Militia. Und Gudrak nehmen wir auch gleich mit. Kann sein, dass die uns gleich holen wollen, aber solange wir hier noch stehen... Das wäre eine kleine Überraschung, wenn wir das noch holen könnten. Wenn die nur Ballisten machen, ist mir das relativ tatsächlich. Ballisten sind mir lieber als was anderes. Okay, der Rambock ist gleich fertig. Und da kommt eine Karawane. Kommt eine Ramme, einen Block haben wir schon. Okay, da kommt Ingeltrud. Ich würde sagen, wir greifen jetzt auch demnächst an. Wobei ich sagen muss, ich würde eigentlich gerne einen davon haben. Einfach nur, damit die feuern. Sogar zwei davon, ist ja egal. Wir haben die höhere Moral. Nummer 2 schaffen wir auch noch. Und dann gehen wir rein. Einfach nur, damit wir, wenn irgendwas sein sollte, wir nochmal was in der Hinterhand haben. Lead an Assault. Okay.